Pflanzen. Lukas, sag mir, dass er hier ist. Wir sind beim Kräuterkundler, aber sehen wir uns mal um. Nein, das ist er nicht. Rule of Cool. Just Kräuterkundler things. Oh Mann. Oh, keine Blumen hier. Himmel, konzentrier dich. Hey, wir sind jetzt hier. Alles gut. Nichts ist gut. Nein, nein, falsche Form. Oh, hier ist nichts, Lukas. Ich weiß. Suchen wir im Haus. Ja, da muss er sein. Ich denke, der Botaniker hat damit andere Vögel von seinen Pflanzen abgehalten. Das ist doch nicht effizient. Dafür machst du was, was... Also dafür nimmst du Dinge, die... die Geräusche machen und klingen. Dafür hängst du ja nichts Totes auf, was dann gammelt. Das kenne ich. Kamille. Oh, schöne Pflanze. Sehr nützlich. Ja, Mutter hat die uns immer gegeben, wenn wir Bauchweh hatten. Damals war das mit das Schlimmste, was uns passieren konnte. In der Natur sieht diese Blume aus wie ein winziges Gänseblümchen, das die Felder mit ihren weiß-gelben Blüten schmückt. Traditionell wird sie von Kräuterkundlern als wirksames Schlafmittel empfohlen. Ihre schützenden Eigenschaften sollen auch Zaubersprüche vertreiben und ihre Blüten werden oft mit Glück und finanziellem Erfolg in Verbindung gebracht. Viele Glücksspieler wuschen sich früher die Hände mit Kamillentee, um damit Geld anzuziehen. Ach, glaubt ihr echt, dass das eine Abschreckung ist? Kann sein, ne? Ich hab keinen Plan. Die Blumenhändlerin. Oh. Seine Frau. Sie haben sie getötet. Oh nein. Drecksäcke. Sie war so nett. Ich wasche mir eben die Hände mit Kamille gleich wieder da. Das sind die neuen Tricks für Influencer, die mehr Subs haben wollen. Ich muss halt eigentlich hier oben noch Sachen runterschießen. Aber ich kann nicht. Also vielleicht muss ich gar nicht mehr hier hin, sondern dahin weiter. Lauter Schrott! Das kann doch nicht sein! Das ist doch sinnlos! Warte. Und jetzt bin ich nicht mal bei ihm! Wie sollen wir überhaupt zurückkommen? Das ist doch keine Leiter, die ist doch kaputt. Hände. Sucht alles ab, Männer! Amicia, sieh mal! Soldaten! Das musst du dir selbst ansehen. Also nutzt sie sinnvoll! Was muss ich mir selbst ansehen? Dankeschön, Levis Grave und Sub. Dankeschön, Dankeschön. Ist das der Wolf? Nahrung, Medizin, alle möglichen Güter. Nein! Sie gehen rein! Was sollen wir tun? Hey! Was? Es geht dir nicht gut. Doch! Nein, geht's dir nicht. Du atmest nicht mal richtig. Mir ist schwindelig. Und mein Herz rast. Eine Panikattacke, Digi. Ich weiß. Hör zu. Die Soldaten des Grafen plündern hier alles. Wir müssen den Nachtschatten vor ihnen bekommen. Ich mach das. Nein. In deinem Zustand kannst du das nicht. Ich werde gehen. Ich schleich rein. Ich schaffe es. Wenn dich jemand... Dann werde ich rennen. Wäre nicht das erste Mal. Tschüss, Livis Gray. Bis zum nächsten Mal. Was passiert mit mir? Das ist eine Panikattacke, Mädchen.
wusste es. Ich wusste es. Alles klar. Mach. Schnell. Hallo an alle von Maurice. Komm schon. Achtung, wir haben da drüben einen Plünderer entdeckt. Es sind vielleicht noch mehr. Sucht alles ab. Tötet alle. Verstanden. Ausschwärmen. Hallo, hallo, hallo. Seid vorsichtig. So dumm. Warum hast du ihn allein gelassen? Hör auf, so schwach zu sein. Hör auf, Angst zu haben. Los, rette ihn. Alles oder nichts. Rette ihn um jeden Preis. Okay, wir machen ganz kurz Pause hier, damit ich ganz kurz Hallo sagen kann an alle, die gerade neu dazugekommen sind. Einen wunderschönen, vielen lieben Dank für den mega lieben Raid. Hallöchen an alle Weberknechte, die hier mit in meinen Stream hineingeschickt wurden. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Victoria-Stream. Wir sind ein bisschen hängen geblieben hier gerade an der Stelle, weil wir heute A Plague Tale Requiem angetestet haben und jetzt einfach spontan schon seit bald vier Stunden spielen, statt wie geplanten zwei. Aber es ist so, 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 so gut. Es ist quasi der zweite Teil von dem ersten A Plague Tale, das es gibt. Und es geht in erster Linie um die zwei Geschwister, Alicia und, wie heißt denn der Kleine? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Und ihren kleinen Bruder während der Zeit der Pest in Zentraleuropa, Hugo. Wir sind im alten Frankreich und es ist eine moderne künstlerische Interpretation der Zeit vom Schwarzen Tod, also von der Pest. Das heißt, ja, es gibt die Pest, aber in erster Linie werden die Ratten ein bisschen als das Sinnbild dargestellt, dieses verfluchte, böse, tödliche, schwarze, alles zerfressende, menschenzerstörerische Etwas, mit was man ja auch die Pest assoziiert hat. Das heißt, wir haben riesige, aggressive Rattenschwärme, die über Städte hereinbrechen und alles und jeden fressen. Gleichzeitig hat ihr kleiner Bruder, der ist mit so einer Art Krankheit durch einen Biss infiziert und hat seitdem ein bisschen, ja, man könnte fast schon sagen, magische Kräfte, aber gleichzeitig tötet ihn das auch stückchenweise. So genau wissen wir darüber noch nicht Bescheid. Und wir versuchen, ihm irgendwie Heilung bzw. Milderung zu schaffen. Und es gibt super viele Intrigen und man vermutet, dass die Kirche ihn als, wie sie nennen, Träger dazu missbraucht, selber an Macht zu kommen. Und jetzt gerade sind wir in einer französischen Stadt und versuchen dort Nachtschattengewächs für ihn zu finden, weil er gerade einen Alchemisten bei sich hat, der ihn heilt. Und gleichzeitig hast du korrupte Soldaten, die nicht mal korrupt sind, sondern einfach nur Wichser, weil die Menschen hier gerade zum Sterben zurückgelassen bzw. eingesperrt werden. Es ist super krass, es ist storytechnisch der absolute Wahnsinn. Es ist immersiv, es ist bildgewaltig. Also das Spiel ist wahrscheinlich eines der besten Spiele, die ich dieses Jahr spielen werde. Es ist aber auch sehr ekelhaft. Um das vielleicht an dieser Stelle auch nochmal mit anzubringen, falls ihr vorhattet, heute Gulasch zu essen oder Chili, oder irgendwas anderes ähnliches, dann möchte ich hier einmal eine vorsichtige Triggerwarnung aussprechen, dass es potenziell sein kann, dass ihr heute keinen Bock mehr auf Gulasch oder Chili habt, wenn ihr hier zuseht und dass sehr viel Totes gezeigt wird. Sowohl tote Menschen als auch tote Tiere, tote verwesende Suppen voller Eingeweide, die schon langsam grün werden. Es ist sehr, sehr widerlich. Nur für alle, die einen empfindlichen Magen haben. Cool! Und eine Pia, die dabei Spaß hat, zuzusehen, wie diese Ratten Soldaten fressen. Jetzt gerade versuchen wir Lukas, unseren kleinen Freund, zu retten. Und Alicia, die wir jetzt gerade spielen, hat ziemlich sicher PTBS. Also die hat im ersten Teil auch schon mega krass viel ausgehalten und aus Notwehr Menschen getötet. Und diese Charaktere sind unfassbar realistisch und echt dargestellt und geschrieben. Das heißt, sie struggled at this point super krass mit sich selbst und wir erleben gerade ihre ersten Panikattacken. Jawohl. Dankeschön. Klapperklaus übrigens für die 3 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Plünderer? Dankeschön. Wärst verrückt genug, hierher zu kommen? Lu.
Lukas, er lebt noch. Ihr Drecksäcker, na wartet. Ach, die sind bestimmt woanders hin. Ich muss da rüber, glaube ich. Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, kriege ich die Aufmerksamkeit von den Dudes auch darauf gelenkt, wenn ich auf diesen Sack schieße? Gucken die dann alle auch auf diesen Sack? Hol den Nachtschatten, hau ab. Bring alle um, die dir im Weg stehen. Oh, jetzt haben wir schon den direkten Ausruf dazu, alle umzubringen. Ach, die reagieren nicht auf das, okay. Hier ist nichts. Wir haben halt dazwischen diese Helmdudes und gegen die Helmdudes können wir halt bis jetzt so gut wie gar nichts machen. Deswegen müssen wir die ein bisschen umschleichen. Ich will halt nicht schon wieder... Sollte wohl woanders suchen. Einen Massenalarm auslösen, indem ich 30 Dudes töte. Also ich könnte das maximal hinter mir machen, also irgendwo da hinten, damit dann da hinten der Alarm ausgelöst wird. Aber ich befürchte halt, dass das massiv schief geht, wenn ich das probiere. Ich sollte lieber da drüben nachsehen. Ist scheißegal, wo du nachsiehst. Hauptsache, du machst das irgendwo anders. Und der Dude da hinten hat halt einen Helm. Auf den kann ich halt nicht richtig reagieren. Das ist so ein bisschen das Problem, das wir hier halt haben. Aber wir können hier hoch. Sobald der auf... Sie wird langsam so ein bisschen, wie nenne ich es vorsichtig, aggressiver. Gelernt, räudige Köter. Hey, vergiss ihn einfach. Ich hab den Nachtschatten. Wir müssen jetzt gehen. Schreie in der Scheune! Sie kommen, versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Nein, wir haben, was wir brauchen. Hauen wir ab? Nein, die werden uns verfolgen. Und ich hab's satt, wegzurennen. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Da hast du's! Da hast du's. Ich würde ja sagen, da haben wir es. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt reicht's. Kommt, hier bin ich. Da hast du's. Siehst du, die können nichts. Kein Grund, Angst zu haben. Amici,
Alicia, was machst du da? Wir müssen hier weg. Nein, ich habe die Angst so satt. Was ich zeig ihnen, dass es vorbei ist. Wer bist du? Komm, ich gebe dir, was du willst. Er hat ein Schild. Vorsicht. Eindringling, sie ist bewaffnet. Schieß auf die Beute, Alicia, dann sehen sie nicht. Ah! Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Da! Heilige Scheiße. Ich mach dich kalt. Du bist... Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf. Ach komm! Wir sind halt gleich RIP, ne? Wenn ich einen einzigen Hit bekomme, bin ich tot. Das ist halt so hart, mit einer fucking Schleuder gegen Soldaten Dinge zu überleben. Oh mein Gott, du darfst halt keinen einzigen Hit verkacken, weil die dann einfach schießen, bevor du drankommst wieder. Da hast du's! Siehst du, die können nichts, keinen Grund Angst zu haben. Die können nichts, du bist gerade dreimal gestorben. Wir müssen hier weg. Nein, ich hab die Angst so satt. Ich zeig ihm das. Ja, ja, komm. Ich geb dir, was du willst. Er hat ein Schild. Vorsicht! Eindringling! Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Ich mach dich kalt. Du bist tot. Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf. Ach komm! Sag ich mal, vor dem Hinteren aufpassen. Gott, ich bin zu langsam. Gott, ich bin zu langsam. Was ich mich halt gerade frage an der Stelle ist, soll ich irgendwann gehen? Oder besteht meine Storyline daraus, dass ich jetzt einfach hier bleibe? Die können nichts, kein Grund Angst zu haben. Also ich weiß es nicht. Was machst du da? Wir müssen hier weg. Nein! Ich hab die Angst so satt. Was ich zeig ihnen, dass es vorbei ist. Wer bist du? Komm, ich geb dir, was du willst. Er hat ein Schild. Vorsicht! Eindringling! Schön für sein Schild. Dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Ja, dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier werden sie sterben. Ich mach dich kalt. Du bist tot. Ach ja? Dann zeig mir, wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf? Ach komm! Du musst aufhören, was ist der nächste? Sonst sterben wir. Falsch, du hast nur Angst. Aber die musst du ihnen einjagen. Ja, komm. Braver Hund. Haltet sie auf! Siehst du ein Kind? Ja, ein Kind, das euch kalt macht. Nur Geduld. Du bist auch bald dran. Hier drin. Zeig dir, wo es lang geht. Ja, kommt. Versucht's doch. Hört mal her. Ab jetzt bestimme ich die Regeln. Männer! Liegt in unserer Hand! Falsch! In meiner! Du bist tot! So gottverdammt tot! Du wirst meine Männer nicht töten! Ich bin nicht fertig mit euch! Erwartet keinen schnellen Tod nach dem, was ihr getan habt. Der Henker wird ein wenig Zeit mit euch verbringen, bevor ihr hängt. Du solltest dich setzen. Und mehr hast du nicht zu sagen? Komm schon. Du bist doch sonst nicht so. Wie eine Massenmörderin? Ihr wartet eine ganze Garnison. Wieso tobst du dich nicht weiter aus? Hör auf. Nein! Erkennst du nicht unsere Lage? Wir sollten doch nur Kräuter beschaffen. Wie geht es Hugo wohl gerade ohne sie? Wie wird es ihm gehen, wenn seine Schwester also hängt? Also gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, Lukas. Ich verliere den Verstand.
Hier, TBS. Ja, weil diese Welt wehtut. Immer wieder. Und du willst es ihr heimzahlen. Aber du wirst diesen Kampf verlieren, Amicia. Du bist nicht wie sie. Du bist eine Derun. Hey, der Galgen ist beinahe fertig. Bereitet die Verurteilten vor. Das sind wir. Hör zu. Dieses Ding funktioniert mit Feuer. Ich gebe dir ein Zeichen. Kommt raus. Eure Schlingen warten. Bereit. Sag Bescheid. Halt. Wir warten auf den Henker. Er ist noch mit jemand anderem beschäftigt. Du stehst vor dem Biest. Zeig mal Manieren. Du bist Krähenfutter. So. Also benimm dich aus. Lukas! Die Treppe! Los! Mach schnell! Was zur Hölle? Was war das? Stupefaccio. Du gewöhnst dich schon dran. Das gesessen. Ah, die haben noch meine Schleuder. Ich bin blind! Das wird sie aufhalten. Du hast uns da unten die Haut gerettet. Ja, ja. Wohin jetzt? Es muss einen Übergang geben. Da drüben ein ist ein Fenster. Dahinter ist ein Dach, Lukas. Es muss sein. Oh. Himmel, ist das hoch. Bist du sicher? Geht so. Komm. Oh, das ist ganz schön gefährlich. Aber wir sind wieder drin. Ruhig. Komm. Ich fürchte, das ist unsere einzige Chance. Machst du Witze? Nein, bleib an der Mauer. Wir sind wieder drin. Bitte, bitte, bitte. Du schaffst das. Tut mir leid, dass du da durch musst. Das ist meine Schuld. Das ist mir gerade sowas von egal. Da ist noch ein Dach. Wir sind fast da. Er ist ein Bogenschütze. Geschafft. Ich will runter vom Dach. Bitte. Ich hoffe, Sie konnten die vierte Wache. Ich kann nichts machen. Gehen wir leise vorbei. Hier. Was ist das? Sag doch, das Zeug. Aha, aus den Vororten. Beim Tor vom Metzgerviertel. Oh, habt ihr dieses verrückte Mädchen getroffen, oder? Die verdammte Hexe mit ihrer Schleuder. Aber das Biest hat sie erwischt. Und wir haben genug Fleisch für eine Woche. Gut gemacht. Schnell zum Depot. Das Mädchen wird bald gehängt. Da werden einige zusehen. Bin dabei. Verlasst euch drauf. Die Hexe mit der Schleuder. Da könnte der Nachtschatten drin sein. Und deine Schleuder. Das ist zu riskant. Hugo braucht uns. Wir schaffen es auch so. Ist wohl klüger, ja. Ja, natürlich könnten sie theoretisch gesehen. Natürlich könnten sie theoretisch gesehen das hören. Aber das ist bei so einem Spiel auch völlig fein, ehrlich. Also so streng sollte man nicht sein. Aber da ist ein Feuer. Hast du noch ein paar Rauchdinger? Stupefaccio? Ja. Stupefaccio. Lukas, Stupefaccio wäre gut. Wird gemacht. Beeil dich, er löst dich bald auf. Stupefaccio. Und weiter geht's. Hugo ist irgendwo da unten. Ich hoffe, es geht ihm gut. Aber die Aussicht ist schön. Ja, gehen wir zurück zum Haus. Aber eine Belagerung? Echt, was soll das? Klar, die Leute kriegen vielleicht Panik. Aber ein Aufstand? Die werden versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Und dann merken... Weißt du, wo wir hingehen? Nein. Geh einfach weiter. Hey, bist du eigentlich fertig? Unter den Tisch. Schnell. Oh nein. Ist das Depot sauber? Ich mach seit 2 Tagen nichts anderes. Gönn mir eine verdammte Pause. Halt still. Gehen wir. Bin todmüde. Kann bei der ganzen Scheiße nicht mehr schlafen.
Ich könnte auch nicht schlafen, wenn ich so viele Tote zu verantworten hätte. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich würde auch nicht schlafen. Gut, wir schaffen das. Ja, stimmt. Hey, da unten ist das Haupttor. Ganz nah. Wir müssen da irgendwie runter. Ich will endlich nach Hause. Mutter wird stinksauer sein. Ich habe alle enttäuscht. Denk lieber nicht drüber nach. Du wurdest fast gehängt. Ich find's süß, dass deine größte Befürchtung, die du immer noch hast, die ist, dass deine Mutter stinksauer sein wird. Du wurdest fast gehängt. Hier, geht's runter. Ich sag's ja nur. Lukas, ich glaube, das ist ihr Depot. Wirklich? Ja, du hast recht. Das heißt, der Nachtschatten muss hier irgendwo sein. Und meine Schleuder. Du suchst den Nachtschatten und ich meine Schleuder. Wir brauchen sie vielleicht. Genau, Nachtschatten. Hoffentlich ist er noch da. So eine Woche Stubenarrest, weil mittlerweile echt Öle, kein Strom für Konsolen. Trockenpflanzen, Pulver. Waffen. Weiter. Schwerter, Messer. Bitte nimm ein Messer mit. Bitte nimm ein Messer mit. Keine Schleuder. Suchen wir weiter. Na gut. Beten wir, dass niemand kommt. Sonst... Nein. Sag's einfach nicht. Ja. Auf es zu jinxen, er hat recht. Nein. 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 Aber das... Was ist Nachtschatten? Das könnte trotzdem nützlich sein. Das sind Kräuter, die wir brauchen. Wie alt soll die Lütte sein? Wie alt wird die sein? 14? 15? 16? Sollte ein Depot nicht überwacht werden? Ja, wahrscheinlich aber von außen und nicht von innen. Vielleicht hier. Bitte. Wo haben Sie sie hingetan? 15, was im ersten Teil, also jetzt 15 oder 16. Nein. Das behalten wir mal. Der Kleine ist viel klüger als sie. Sie läuft an den ganzen richtigen Waffen vorbei und sagt Dinge wie: Oh, das ist aber keine richtige Waffe. Das ist aber blöd. Er packt zumindest andere Dinge ein. Nein. Na los, komm schon. So ein Saustab. Armbrüste, bitte, bitte. Schwerter, Piken, oh, Dolche. Hier ist jede Menge praktisches Zeug. Ach nein, wir brauchen eine Schleuder. Das. Ja, ich hab den Nachtschatten, Amicia. Endlich. War also doch nicht umsonst. Auf eine Alchemistennase ist Verlass. Jetzt noch meine Schleuder und dann hauen wir ab. Ich geh mal zur Tür. Oh, da bist du ja. Hab sie. Halt dich damit zurück, ja? Ich weiß. Dann ab zur Tür. Verschwinden wir. Nee. Nee, noch nicht. Erst haben wir noch was zu tun. Aber wir haben ein Messer mitgenommen. Danks Ex Machina. Warte mal, das kenne ich. Lukas, die haben eine Karte von Guyenne. Wirklich? Was macht die denn hier? Keine Ahnung. Hier ist das Meer, der See. Unser Zuhause war irgendwo hier, ja. Hey, quäl dich lieber nicht mit der Erinnerung rum. Ja, ist alles Geschichte. Wir haben noch eine Erinnerung gefunden gerade. Naja, Schwert wird schwer sein. Aber Dolche und Co. habe ich auch nicht so verstanden, wie sie sowas nicht mitnimmt. Aber ja, sie soll ja keine Kämpferin sein, sondern halt ein Kind in einer echt bescheidenen Situation. Du, es ist storytechnisch auch völlig nachvollziehbar, dass sie das so machen. Und Game Design technisch finde ich es auch echt passend. Ich will einfach nur ein bisschen provozieren und ärgern. Das ist alles. Pia muss einfach nur ein bisschen provozieren und ärgern. That's everything.
Hier nach oben kommen wir halt nicht irgendwie, oder? Kriegen wir den Wagen irgendwie runtergeschossen? Da oben müsste eine Kurbel sein. Weil die Sache ist, ich müsste doch irgendwie noch da hinten raufkommen können. Dieses weiße Ding zeigt mir, dass das... Ah, was haben wir hier noch? Ist kaputt, aber das war's wert. Hier ist jede Menge Zeug drin. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr solche Truhen sein. Mal sehen, was sich machen lässt. Ich finde ihre viel besser Atmung. Macht alles super intensiv, dass man sie so stark atmen hört die ganze Zeit. Ich komme da doch sicher irgendwie noch hoch. Dankeschön, der Karma, für die 29 Monate übrigens und ganz viel Spaß hier weiterhin. Okay, ich hab's gefunden. Ich wollte gerade zum Chat sagen, hey Leute, wie sieht's aus? Wollt ihr mir einen Tipp geben? Und dann habe ich selber rausgefunden. Aus der Perspektive nicht. Aus der Perspektive? Nein. Nein, wir sind eventuell doch eins zu weit oben. Okay, wir müssen doch noch mal eins runter. Aber ich habe es auf jeden Fall gesehen. Also, ich habe gesehen, aus welcher... Also, wo es quasi leuchtet. Ah, wobei ich wahrscheinlich von der Seite doch nicht rankomme. Gut, ich hab's noch immer nicht frei überlegt. Aber hier ist, guckst du mal, da ist so ein, da ist die Kette, um das Auto runterzulassen. Das heißt, wir müssen wirklich irgendwie da drüber. Dann habe ich es doch noch nicht rausgefunden. Ach, komm. Aber aus der Perspektive komme ich halt auch nicht ran. Willst du einen Tipp? Noch nicht. Noch nicht. Ist der Tipp, es gibt einen Wagen? Are you fucking kidding me? Ich komme halt. Hier kommen wir halt nicht hoch. Ich habe eine Frage in den Chat, die ihr mir beantworten dürft. Aber es ist nur eine Frage. Muss ich dieses Rätsel lösen, bevor ich zur Tür komme? Oder löse ich dieses Rätsel damit, dass ich zur Tür komme und ich dann eine neue Aufgabe bekomme? Erst Tür. Okay, das heißt, ich muss erst zur Tür. Okay. Dankeschön. Also, wann geht's jetzt los? Keine Ahnung. Mir egal. Du willst da sowieso nicht raus. Glaub mir. Mist!
Das Tor ist so nah. Es sind zu viele. Da kommen wir nicht vorbei. Hierbleiben geht nicht. Wir brauchen einen Plan. Ach, keine Ahnung. Hier gibt es eine Menge komisches Zeug. Sehen wir uns um. Natürlich. Siehst du das auch? Was? Da oben. Die Balliste. Hör zu. Ich habe hier genug Material für jede Menge Stupefaccio. Wenn wir die Paste auf die Bolzenspitze schmieren und damit schießen, erzeugt der Aufprall hoffentlich genug Reibung, dass sie sich entzündet. Dankeschön, dann haben wir genug drei Monate. Dankeschön. Wenn es klappt. Was Besseres fällt uns nicht ein. Da sind halt leider keine Lara Loft. Also holen wir die Balliste darunter. Da oben ist eine Kurbel. Wie kommen wir hoch? Da ist nichts zum Klettern. Irgendwo muss doch... Hey, holt mehr Männer! Wir werden die Patrouillenstärke verdoppeln. Wir müssen uns beeilen. Bald sind noch mehr hier. Tja, keine Ahnung. Dieses Chaos hier. Da könnte was... Da! Da ist ein Karren. Ja, gut gesehen. Schieben wir ihn zurecht. Na gut. Müsste das den halt auch schieben. Ach, wir sollen den Karren schieben, nicht den anderen. Aber gut zu wissen. Die sind viel zu still. Das Chaos in der Stadt scheint uns gelegen zu kommen. Ja, sie kriegen Angst. Das Lenken davon ist super schwer von den Dingern. Aber... Ah, den Wagen meintest du. Ich dachte, du meintest die Balliste. Ja, aber das hätte ich ja auch nicht gefunden ohne... seine Hilfe. Also das Rätsel hätte ich ja allein nicht lösen können. Gut. Dann ran an die Kurbel. Also los. Oh, das Ding ist schwer. Hast du sowas schon mal verwendet? Natürlich nicht. Gegengewicht. Ich übernehme die Kurbel, wenn du willst. Ja. Wir müssen irgendwie die Kette loswerden. Lukas, das übernimmst du. Klar doch. Und abwärts. Wie werden wir wohl eine Kette los? Ja. Wie werden wir in diesem Spiel wohl eine Kette los? Die Kette ist kaputt. Lass los. Gut. Los, zur Tür damit, schnell. Du musst bedenken, dass man das Schwert nicht nur hält, sondern auch schwingen muss. Vor allem mit viel Kraft. Alleine die Kraft wird deinen Arm schwerer machen, als nur das Halten. Verstehst du, was ich meine? Ja, also sie hätte mit einem Schwert sicher niemanden verprügelt. Aber mit einer Pike kannst du wen aufspießen. Wir haben nur einen Schuss. Ich weiß. Wenn das schief geht, ist Hugo allein. Und wir sterben. Und das wollen wir nicht. Nee. Hier passt es. Halt! Das wollen wir auf gar keinen Fall. Das ist verrückt, Lukas. Das ist jetzt auch egal. Na gut. Passt. Über die Kurbel an der Seite wird sie gespannt. Bin dabei. Und wann machst du die Türen auf? Gar nicht. Schieß einfach durch, sonst entsteht nicht genug Reibung. Was? Wir wissen nicht mal, ob der Bolzen sie durchschlägt. Mach einfach. Mach dich bereit. Bin ich schon. Seid ihr bereit, Chat? Seid ihr bereit? Ich bin nicht bereit. Wieso kommt ihr erst jetzt? Naja, ich... Der Kräuterkundler war nicht da und wir mussten auf ihn warten. Aber wir haben alles. Wir müssen ihm das geben. Und zwar schnell, wir haben genug Zeit verloren. Wie geht's ihm? Er ist erschöpft. Er schlief ein, als es besser wurde. Bitte ganz ruhig, er ist in guten Händen. Den Besten sei versichert. Ich hoffe es für euch. Ha.
Heilige Scheiße.